Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Das ist das beliebte China-Schilf. Und der eine oder andere von Ihnen wird es vielleicht auch in seinem Garten haben oder auf seiner Terrasse. Ja, es ist ein prima Sichtschutz gegen lästige Nachbarn. Aber nicht nur das. Aus dieser Pflanze lassen sich ganz tolle Baumaterialien herstellen. Wie zum Beispiel dieser Stein hier. Enorm stabil, super wärmegedämmt und natürlich völlig natürlich. Naturstoffe, das ist das Thema heute bei Planet Wissen. Dr. Thorsten Gabriel, Sie kommen aus Gülzow. Dort gibt es die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe. Was macht diese Agentur denn genau? Gut, die Fachagentur ist gegründet worden, um Projekte zu fördern, um nachwachsende Rohstoffe zu entwickeln, um Marktentführung zu betreiben und vor allen Dingen, um die Öffentlichkeit zu informieren über nachwachsende Rohstoffe, ihre Chancen, ihre Potenziale, ihre Nutzen. Wie informieren Sie denn die Öffentlichkeit? Vielleicht geht es vielen Zuschauern ähnlich wie mir. Ich kannte diese Agentur noch nicht. Na gut, die Agentur ist nicht in erster Linie für jeden Einzelnen gegründet. Die Agentur ist vor allen Dingen gegründet, wie gesagt, für Forscher, für Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben in den vergangenen 10 Jahren weit über 1000 Projekte gefördert in diesem Bereich bei den nachwachsenden Rohstoffen. Angefangen von Baustoffen über Dämmmaterialien bis hin zu Biokraftstoffen. Und da ist eine ganze Menge getan worden. Öffentlichkeitsarbeit gehört natürlich dazu. Das ist jetzt nicht der einzelne Häuslebauer, der sich an Sie wendet, sondern Unternehmen zum Beispiel. Sowohl als auch. Der Häuslebauer kann sich an uns auch wenden, das werden wir nachher ja noch sehen. Aber das Unternehmen in erster Linie, wenn es ihm darum geht, neue Produkte zu entwickeln, neue Verfahren bereitzustellen. Was haben Sie für ein Jahresbudget? Wir haben zurzeit etwa 54 Millionen Euro für diese Forschung, Entwicklungsaufgaben und die Öffentlichkeitsarbeit natürlich. Wo kommen die Gelder her noch ganz kurz? Vom Bundesverbraucherschutzministerium. Das Spektrum an Naturstoffen ist breit. Ein Beispiel hatten wir ja schon zu Beginn unserer Sendung, eine Schilfpflanze, mit der es etwas ganz Besonderes auf sich hat. Denn können Sie sich vorstellen, dass man mit ihr ganze Häuser baut? Hier wachsen möglicherweise die Häuser der Zukunft in den Himmel. Miscanthus heißt dieses Wundergras, das ohne Dünger oder Pestizide pro Jahr bis zu 4 Meter wächst. Einziger Nachteil: Als Kreuzung aus wesentlich kleineren Grassorten ist dieser Miscanthus giganteus unfruchtbar. Blüten gibt's in guten Jahren hin und wieder, aber keine Samen. Ein Miscanthusfeld wird angelegt, in dem Teile der Wurzelknollen, der sogenannten Rhizome, eingepflanzt werden. Eine Arbeit, die nur einmal erfolgen muss. Dann kann ein Miscanthusfeld ohne zusätzlichen Aufwand über 20 Jahre lang einmal im Jahr abgeerntet werden. Das war nicht immer so. Als Dr. Bude von der Universität Bonn das Gras vor 14 Jahren nach Deutschland brachte, gingen die Pflanzen im Winter noch hektarweise ein. Und als er schließlich wusste, wie man den Miscanthus über den Winter bekommt, gab es keine Bauern mehr, die ihn anpflanzen wollten. Die hatten sich nämlich dem Anbau von Faserhanf als nachwachsendem Rohstoff verschrieben. Zum Glück entdeckte Dr. Bude eine Besonderheit, die Miscanthus auch bei deutschen Bauern noch zum Kassenschlager machen könnte. Die Stängel und Blätter lassen sich nämlich als Zutaten für Beton verwenden. Ein Stückchen Miscanthus wirkt erst einmal unscheinbar. Doch ein Blick in die Tiefe per Elektronenmikroskop bringt Aufschluss. Normalerweise verbinden sich nämlich Zement, Wasser und Gras nicht. Aber genau daraus besteht dieser Beton. Bald war klar, dass besondere Elemente für diese Verbindung verantwortlich sein müssen. Und die lassen sich perfekt unter diesem Mikroskop aufspüren. Ein Mausklick und das Gras erscheint in 300-facher Vergrößerung, die Zellwände weiß und die luftgefüllten Hohlräume schwarz. Doch das ist nur der erste Schritt. Mit Hilfe eines Rechners wird in kürzester Zeit angezeigt, welche Elemente in welcher Anzahl in der Miscanthus-Probe enthalten sind. Und nicht nur das. Ein weiterer Schritt zeigt auch, wo wir diese Elemente finden können. Und schon sind wir dem Geheimnis des Miscanthus auf der Spur. Hier sehen wir zum Beispiel die Verteilung von Sauerstoff, nahezu gleichmäßig. Fast nur an der Innenseite der Stängel ist in dieser Probe Kalium eingelagert.
Außen dagegen ein Stoff, der auch zur Festigkeit des Halmes beiträgt, Silizium. Und das lässt sich unter bestimmten Bedingungen an Zement binden. Der Weg vom Miscanthus zum Beton beginnt mit dem Häckseln. In der Regel geschieht das natürlich direkt bei der Ernte. Aber hier experimentiert das Team von Dr. Pude gezielt mit unterschiedlich großen Grasstückchen. Das Prinzip ist immer gleich. Grasschnipsel werden mit Zement und einem patentierten Zusatzstoff vermengt. Hinzu kommt Wasser. Zu Zeiten, als Miscanthus noch zur Energiegewinnung angebaut wurde, war das enthaltene Silizium eher unerwünscht, als beim Verbrennen Schlacken zurückließ. In dieser Masse aber bildet Silizium zusammen mit dem Zusatzstoff das Bindeglied zwischen Gras und Zement. Innerhalb weniger Stunden werden diese Proben nur durch Trocknen zu einem festen Baustoff. Wie stabil der dann ist, wird regelmäßig überprüft. Diese Probe hier wird einem Druck von 500 Kilopond ausgesetzt. Das ist so, als würde man auf dieser winzigen Fläche zwei Konzertflügel übereinander stapeln. Die Probe hält dem Druck nicht nur stand, sie zeigt darüber hinaus elastische Eigenschaften. Aus Miscanthus lassen sich ganze Häuser bauen. Die Luft in den Grashalmen sorgt für eine hervorragende Schall- und Wärmeisolierung. Die Festigkeit wird durch die Größe der Grasschnipsel und den Zementanteil variiert. Zudem erspart der Putz für Innenwände das Tapezieren, da er ohnehin schon wie Raufaser aussieht. Aus diesen Steinen werden demnächst an Schweizer Autobahnen Schallschutzwände gebaut. Der TÜV glaubte bei ersten Tests seiner Messgeräte seien defekt, so gut ist die Schalldämmung. Eine bräunliche Linie zeigt, wie weit der Miscanthusstein die in Wasser gelösten Streusalze aufgesogen hat, aber auch diese Attacke hat er unbeschadet überstanden. Ein anderer Miscanthus-Baustoff. Aus feinst gehäckseltem Gras und unter hohem Druck verarbeitet, entsteht dieses wahrhaft hammerharte Material. Bauern, die sich entschließen, diesem Gras eine Chance zu geben, schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie gewinnen eine hervorragende Einnahmequelle und sie tragen zur Verbesserung unserer Umwelt bei. Denn nur ein Hektar Miscanthus bindet so ganz nebenbei pro Jahr 30 Tonnen Kohlendioxid. Eben doch eine Wunderpflanze. Herr Dr. Gabriel Miscanthus, das sieht im Film noch ziemlich experimentell aus. Wie weit verbreitet sind denn diese Baustoffe schon? Na gut, erstmal ist Miscanthus eine spannende Pflanze, weil sie sehr viel Biomasse produziert. Und deswegen ist in den 90er Jahren versucht worden, Miscanthus auch hier heimisch zu machen. Das ist nicht gänzlich gelungen. Miscanthus hat einige Probleme, insbesondere wenn es in den Winter geht. Die Winterhärte ist nicht so ausgeprägt, wie das für unsere Breiten erforderlich wäre. Okay, trotzdem, Miscanthus ist eine sogenannte C4-Pflanze, produziert sehr viel Biomasse. Und man kann also daraus Energie natürlich erzeugen. Man kann sie aber auch natürlich für solche Baustoffe verwenden. Die haben wir hier. Wie weit verbreitet sind die denn mittlerweile? Na gut, also das, was wir im Film gesehen haben, das sind Prototypen meines Wissens. Das heißt also, wir haben hier noch keine industrielle Fertigung. Es ist ein interessanter Ansatz. Wir werden sehen, was daraus entsteht. Wo kann man die denn kaufen? Wie gesagt, ein Prototyp, den können Sie natürlich so noch nicht kaufen. Aber interessant ist das schon, dass es zum Beispiel hier ein Regalbrett aus Miscanthus, also oben ist Holz, unten auch und in der Mitte sind diese kleinen Schilfstäbe eingebaut. Was soll das denn bringen? Gut, solche Bauteile haben den Vorteil, dass sie extrem stabil sind und zugleich sehr leicht sind. Das heißt also für den Leichtbau, Modellbau beispielsweise, aber natürlich auch Möbelbau, kommt so etwas zum Einsatz. Das ist eine relativ intelligente Variante, indem ich die Stängel aufrecht hineinstelle und oben und unten Deckplatten aufbringe. Dadurch habe ich also diese Dimensionsstabilität und auf der anderen Seite eben ein sehr geringes Gewicht. Wenn man diese Ziegel jetzt verwenden würde oder dieses Material verwenden würde für sein Haus, könnte man da auch richtig Geld mit sparen? Das denke ich schon, weil das Material selber hat die Eigenschaft, dass es ja zugleich auch dämmt. Das heißt also, Sie haben einen Ziegel, der auf der einen Seite natürlich für das Bauen verwendet werden kann, auf der anderen Seite aber wärmedämmende Eigenschaften mit sich bringt. Das heißt also, Sie können hier schon beim Bau an die
Niedrigenergiebauweise denken bzw. sie auch realisieren. Okay, bei der Anschaffung sieht es wahrscheinlich anders aus, ne? Im Vergleich zu normalen Ziegeln, die man kaufen würde. Nun gut, wie gesagt, es handelt sich um Prototypen und wir werden sehen, was nachher die Preise sind, wie also nachher das Preisgefüge aussieht. Was heißt denn nachher? Wann rechnen Sie denn damit, dass man sowas auf dem Markt kaufen kann? Gut, das ist prophetisch gedacht, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren. Sie haben uns noch was anderes mitgebracht, das ist schon ein bisschen realistischer. Hier ist ein Ziegelstein und hier sind so kleine, ja, Kügelchen, wie Popcorn sieht das aus. Was macht man damit? Gut, also hier geht es um Stärke. Und Stärke wird eingesetzt, natürlich für Verpackungen, aber natürlich kann es auch genutzt werden für die Ziegeleiindustrie. Ziegel werden heute so hergestellt, dass sie auch, wie das bei dem Miscanthus der Fall ist, viele Hohlräume enthalten. Das heißt also, dass sie auf der einen Seite leichter werden, auf der anderen Seite eine gewisse dämmende Funktion schon mit sich bringen. Und dafür nimmt man konventionell Polystyrol, also Styropor, alten Schaumstoff, wenn Sie so wollen, der auf diese Art und Weise recycelt wird. Das Ganze lässt sich mit Stärke genauso bewerkstelligen. Das heißt also, es wird in den Teig eingemischt, es wird beim Ziegelbrennen verbrannt und dadurch entstehen quasi diese kleinen Hohlräume, diese kleinen Luftblasen, wenn Sie so wollen, die nachher die Wärmedämmung bewirken. Also Stärke als Styroporersatz, auch das, was wir hier vor Ihnen liegen sehen, sind praktisch solche Stärkeprofile, die man als Verpackungsmaterial benutzen kann anstelle von Styropor. Auch das ein Naturstoff, der im Trend liegt. Genau, genauso wie Styropor können Sie auch mit Stärke die gesamte Kette darstellen. Das heißt also von der Verpackung, das wäre der erste Schritt, bis nachher zur thermischen Verwertung oder sagen wir mal Entsorgung in vielleicht in einer Ziegelei. Das heißt also, es gelingt mit Stärke die gesamte Kette genauso zu bedienen, wie Sie das heute mit Styropor machen. Ein großer Vorteil von diesen Naturstoffen ist die Wärmedämmung. Auch Tiere können hier übrigens einen wichtigen Beitrag leisten. Und nicht nur das, vor einigen Jahren bekamen Kindergartenkinder zu spüren, wie wertvoll Schafe für die Gesundheit sein können. Die Nachricht für den Kindergarten Pusteblume kam im November 1996 und sie war ein Schock. Krebserregendes Formaldehyd fand sich in der Raumluft. Grenzwertüberschreitung 100%. Routinemessungen der Stadt Langenfeld hatten es ans Licht gebracht. Die Stadt beschloss den Abriss, denn das Gift entwich aus Spanplatten in Decken und Wänden. Man konnte sie aus statischen Gründen aber nicht entfernen. Dass Schafwolle den Abriss des Kindergartens einmal verhindern sollte, das konnte damals noch keiner ahnen. Schafe sind die Lieferanten der Firma Doppelmeier in Kempten. Man stellt dort allerdings keine Kleidung, sondern Dämmstoffe für Gebäude her. In einem geheim gehaltenen Verfahren wird die Wolle gereinigt, entfettet und verwoben. Es entsteht ein meterlanges Wollvlies. Die Firma verkauft es als ökologische Alternative zu Dämmstoffen wie Mineralwolle, die gesundheitlich bedenklich sein können. Im Rahmen eines Forschungsprojekts ließ man aber auch die chemischen Eigenschaften der Wollfliese testen. Der Auftrag ging an das Eco-Umweltinstitut und sein Chemiker Gerd Zwiener. Er testete die Wolle in sogenannten Begasungskammern. Man kann die Luft darin mit Chemikalien anreichern. In mehreren Versuchen leitete Gerd Zwiener auch Formaldehyd in die Kammer ein. Doch was dann geschah, überraschte selbst den erfahrenen Chemiker. Die Wolle sog das Gift förmlich auf. Innerhalb eines Tages war es praktisch aus der Luft verschwunden. Wir haben zum einen hier Versuche gemacht, indem wir die Wolle mit sehr, sehr großen Mengen Formaldehyd quasi bombardiert haben, mit Konzentrationen in der Prüfkammer, die also für den Menschen schon tödlich wären. Und hier sehen wir, dass also die Schafwolle dieses alles spielend aufnimmt. Es gibt darüber hinaus andere Untersuchungen in der Wolle, die also auch zeigen, dass dieses Material eine sehr große Aufnahmekapazität hat, sodass wir davon ausgehen, auch wenn es die Langzeitversuche natürlich noch nicht gibt, dass das also über viele Jahre funktionieren wird. Diese verblüffende Eigenschaft der Wolle liegt in der Natur der Haare begründet. Sie bestehen aus Keratin, einem spiralförmigen Molekül. Seitenketten aus sogenannten Aminosäuren können mit Formaldehyd reagieren. Es entstehen stabile und ungiftige chemische Brücken. Formaldehyd ist auf Dauer gebunden.
Zum Glück für den Kindergarten Pusteblume. Denn als Gerd Zwiener gerade seine Tests abgeschlossen hatte, erfuhr er vom drohenden Abriss. Und er machte der Stadt einen ungewöhnlichen Sanierungsvorschlag. Man solle doch Wollfliese unter die Decke hängen, aus der das Gift ausgast. Die Stadt stimmte zu. Messungen der Raumluft zeigten dann, dass innerhalb eines Tages die Formaldehydkonzentration um 80% sank. Sämtliche Grenzwerte waren damit unterschritten. Der Abriss des Kindergartens war abgewendet. Und auch jetzt, nach 3 Jahren, ergeben die Nachmessungen völlig unbedenkliche Werte. Auch in vielen anderen Gebäuden der 70er Jahre ist Formaldehyd aus Spanplatten ein Problem. Doch nicht nur dort. Bei diesem Kindergarten in München saniert man jetzt auch mit Schafwolle. Dabei ist alles nagelneu und nach strengen Ökokriterien gebaut. Statt Spanplatten baute man viel Massivholz ein, vor allem in den Geschossdecken. Doch die müssen jetzt hinter Wolle verschwinden, denn auch sie erwiesen sich als Formaldehyd belastet. Der Übeltäter diesmal verseuchter Holzleim. Die Luft wird wieder rein, wenn auch das schöne Holz verdeckt werden muss. Doch ist das der einzige Nachteil? Eine Frage, der wir auch nachgegangen sind, riecht die Schafwolle vielleicht dann anschließend fremdartig? Das ist also auch nicht der Fall und von daher sehen wir also da keine Probleme, Gott sei Dank. Im Gegenteil, auch Gerüche werden von der Wolle zumindest teilweise neutralisiert, sei es Zigarettenqualm, Küchendunst oder der typische Geruch einer Zahnarztpraxis. Gleich bei mehreren Problemen mit der Raumluft erweist sich Schafwolle als wirksames Notfallrezept. Vor allem, wenn sich die Schadstoffquelle nicht beseitigen lässt. Ja, das ist ja wirklich unheimlich interessant, was man mit Schafwolle alles machen kann. Wir haben hier auch zwei Varianten liegen. Und zwar einmal diese dicke hier. Das ist das, was wir eben im Film gesehen haben, ne? Genau. Für die Wände. Und für die Dächer. Für die Dächer. Hier ist auch eine Variante, die sehr schmal ist. Wofür braucht man diese Schafwolle? Gut, das ist eine konventionelle Trittschalldämmung. Das heißt also ein Schalldämmstoff, der in den Fußbodenaufbau mit integriert wird, damit halt der Schall gedämmt wird, damit der Schall reduziert wird. Ja. Fördern Sie sowas auch in Ihrer Agentur? Ja, also wir fördern Naturdämmstoffe, nicht nur Schafwollprodukte, sondern auch Produkte aus Hanf und Flachs. Die haben Sie das auch sehen mal mitgebracht Sie hier. Hier, ne? Das ist ein Hanfdämmstoff. Wie ein Flachsdämmstoff. Die werden gefördert im Rahmen eines Markteinführungsprogrammes. Das heißt also, derjenige, der sein Haus baut oder modernisiert und solche Naturdämmstoffe einbaut, bekommt von uns bis zu 35 Euro pro Kubikmeter für das Dämmmaterial geschenkt, will ich nicht sagen, aber er kriegt das als Förderung. Und nur ist das ja an sich in der Anschaffung etwas teurer als die herkömmlichen Dämmstoffe. Kommt man denn mit Ihrer Förderung dann in den normalen Preisbereich rein? Gut, Sie können die Preisunterschiede damit nicht völlig ausgleichen. Das ist auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Es geht darum, dass ich hier eine Maßnahme, eine Goodwill-Maßnahme mache. Das heißt also, ich möchte diese Naturdämmstoffe ein Stück weit fördern, nicht bis zur Preisäquivalenz. Denn sie haben ja auch noch andere Vorteile. Wir haben das im Film gesehen, wenn es um Schadstoffe beispielsweise geht. Es gibt allerdings auch andere Vorteile, wie beispielsweise das Raumklima. Naturdämmstoffe können Wasser aufnehmen, wieder abgeben, das heißt, sie atmen. Und das wirkt sich sehr vorteilhaft, sehr positiv auf das Raumklima aus. Das heißt also, die Luftfeuchtigkeit ist immer relativ konstant, was Sie bei konventionellen Dämmstoffen oder Wandaufbauten so nicht haben. Das ist das eine. Das andere, dass der sommerliche Wärmeschutz, der ja oftmals gar nicht bedacht wird, das heißt also, wenn die Sonne im Sommer im Zenit steht, dass sie auch hier einen Wärme- bzw. in diesem Fall einen Kälteschutz brauchen. Und der ist bei Naturdämmstoffen deutlich stärker ausgeprägt als bei herkömmlichen. Gibt es gravierende Unterschiede zwischen den verschiedenen Dämmstoffen? Die sehen unterschiedlich aus, aber sind die auch unterschiedlich? Nicht, was die technischen Eigenschaften angeht. Das ist, glaube ich, mehr Geschmackssache, ob ich auf Schafwolle setze, ob ich Flachs nehme, Holz oder Hanf. Ja, wir haben noch einen nachwachsenden Rohstoff, wobei es ist eher ein nachwachsender Süßstoff. Und zwar diese Pflanze hier, Süßkraut, für die Lateiner unter Ihnen Stevia rebaudiana. Und die Blätter dieser Pflanze sind so süß, dass man damit ganz prima Zucker ersetzen kann, völlig kalorienfrei. Und das ist auch unsere Wissensfrage heute. Wir wollen von Ihnen wissen, welcher Menge Zucker entspricht dieses Schälchen pflanzlicher Süßstoff? Die Auflösung gibt es später in der Sendung bei uns. Ja.
Und dann wollen wir ja noch einen nachwachsenden Rohstoff vorstellen, der ja im Moment so gegen einen Trend zu kämpfen hat, nämlich gegen den Trend, ihn durch Aluminium oder Plastik zu ersetzen. Trotzdem, er ist fast noch in jedem Haushalt zu finden und widersetzt sich beharrlich allen Versuchen, ihn auszumustern. Wenn das kein Grund ist, die Korken knallen zu lassen. Ein edler Champagner. Bei solch vollendeter Kellereikultur wird nichts dem Zufall überlassen. Schon gar nicht die Qualität des Korkverschlusses. Rund 110 Millionen echte Sekt- und Champagnerkorken lassen die Deutschen im Jahr knallen. Dazu noch 300 Millionen Kunststoffstopfen billigerer Sekte. Ob für Sekt oder Wein, aus der weichgekochten Rinde der Korkeiche werden die Korkrohlinge seit Jahrhunderten fast unverändert gefertigt, in Handarbeit, hauptsächlich in Portugal und Spanien. Nach Deutschland importiert, müssen sie dann noch veredelt werden. Als Markenzeichen der jeweiligen Kellerei erhalten die Naturkorken dabei einen typischen Brand- oder Druckstempel. Und sie werden mit Gleitmitteln beschichtet, um später besser in den Flaschenhals zu rutschen. Ein hochwertiger Weinkorken ist schon äußerlich sehr glatt, mit wenigen Rissen, dunklen Riefen oder offenen Stellen, den sogenannten Lentizellen. Je mehr Lentizellen, desto geringer die Qualität. Doch bis zu 2% aller Naturkorken und bis zu 5% solcher Presskorken aus verleimten Korkteilchen machen ihren Herstellern ein Problem, das intensiv erforscht wird. Sie geben ursprünglich fehlerlosen Weinen eine üble Geruchs- und Geschmacksnote, den gefürchteten Korkton. Wir haben hier einen typischen Korkgeschmack. Dieser Korkgeschmack äußert sich für den Verbraucher in einem schimmeligen, muffigen Ton. Der typische Korkgeschmack wird durch Trigloanisol, kurz TCA, hervorgerufen. Trigloanisol wird durch Mikroorganismen wie Bakterien und Schimmelpilze gebildet. Diese können bei verschiedenen Produktionsschritten in die Korken gelangen. Das Problem kann sich bei fast allen Produktionsschritten einschleichen, angefangen beim Schälen der Rinde auf der Iberischen Halbinsel. Korkeichen werden im 10-Jahres-Rhythmus von ihrer Rinde befreit. Auch deren zu feuchte Lagerung kann die Ansiedlung schädlicher Pilze begünstigen. Ebenso wie in der Folge die vielen Hände, durch die der Rohstoff noch geht. Eine Alternative zum Kork bieten Alu-Drehverschlüsse, die in letzter Zeit Marktanteile gewinnen. Kein Korkmehl bröselt in den Wein. Die Flasche ist leicht zu öffnen und wieder zu verschließen und lässt sich ideal lagern. Das macht das Aluminium populär. Der Hauptnachteil liegt im Image. Flaschen mit Drehverschluss stehen im Verdacht von Billigware oder gar Pennerwein. In der Gastronomie sind sie zwar wegen ihrer technischen Vorzüge akzeptiert, aber nur hinter den Kulissen. In stilvoller Umgebung präsentiert die Sommelier dem Gast am Tisch natürlich Kork. Wer das klassische Original bevorzugt, kann es sogar mit gutem Umweltgewissen. Schonend genutzt regenerieren sich die Korkeichenwälder Südwesteuropas stets von selbst. Laut Freiburger Öko-Institut ist Kork Umweltsieger über Aluminium. Die Produktion braucht weniger Energie, sie verursacht geringere Abfallmengen, sie setzt weniger Treibhausgase frei und verursacht auch weniger Luftschadstoffe. Nur beim Restmüll bleiben weit mehr Altkorken übrig als ausgedehnte Alukappen, denn das duale System recycelt Kork nicht. Lokale Korksammelstellen wie auf diesem Aachener Recyclinghof sollten deshalb noch mehr Schule machen. Mitarbeiter des Vereins Projektwerkstatt Heinrich Böll holen die vollen Säcke regelmäßig ab. In der Projektwerkstatt wird das Material zunächst von Abfällen gereinigt, danach grob zerkleinert und schließlich zu feinem Korkgranulat verarbeitet. Damit hat die Werkstatt, in der ehemalige Langzeitarbeitslose tätig sind, sogar Arbeitsplätze geschaffen. Doch nicht nur das. Sie hat mit dem Recyclinggranulat ihr eigenes Markenprodukt, Recolit, auf den Markt gebracht. Verkauft wird es säckeweise, einsetzbar zum Beispiel als umweltfreundlicher und wirksamer Dämmstoff beim Hausbau. Wir sammeln pro Jahr ca. 100 bis 150 Kubikmeter Korken. Diese Korken werden in ganz Nordrhein-Westfalen gesammelt. Und behilflich dabei sind uns politische Parteien, Umweltorganisationen, Banken, Kindergärten, Schulen. Ich denke, jeder sollte Korken sammeln, denn Kork ist ein wertvoller Rohstoff, der auch nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. Außerdem verrottet
Kork nicht auf der Deponie. Das heißt, wir sparen auf diese Art und Weise Deponieraum. Entlastet wird so auch diese 230 Jahre alte Korkeiche, die immer noch alle 10 Jahre ihre Rinde für unseren Weingenuss gibt. Der Korken, Herr Dr. Gabriel. Ich dachte immer, wenn man Korken verwendet, ist das eigentlich schlecht, weil dann die armen Korkeichen sterben müssen. Offensichtlich ist es aber genau umgekehrt. Die Korkeichen brauchen die Ernte zum Überleben. Und mit den Korkeichen brauchen auch die Menschen im Süden die Korkeichen, um für sich selber Wirtschaftskraft zu schöpfen. Und deswegen Korken nutzen im vernünftigen Maße ist sicherlich ökologisch nicht schädlich. Also auch wieder neuen Korken zu nutzen. Auch wieder neuen Korken zu nutzen. Wir haben das im Film ja gesehen, dass der Korken oder die Rinde der Korkeichen etwa alle 5 bis 10 Jahre geerntet wird. Das heißt also, die muss dann auch sinnvollerweise natürlich verwendet werden. Und Gut. Das macht man in Südeuropa. Dann kann man aber trotzdem diese Flaschenkorken hier dann wiederverwerten. Also man kann sie sammeln und man kann sie in andere Produkte umwandeln. Wir haben hier mal eine ganze Auswahl von Produkten. Das hier kennt man zum Beispiel. Das sind so Untersetzer, würde ich mal sagen, die man irgendwie auf den Tisch setzt, oder? Das sieht so aus wie ein Topfuntersetzer für die Küche. Und das Material ist aus geschreddertem Kork. Das heißt im Prinzip schon ein recyceltes Produkt. Natürlich ist eine solche Anwendung durchaus sinnvoll. Dann gibt es hier etwas, das kenne ich überhaupt nicht, so einen Ring. Wozu braucht man den? Gut, der Chemiker erkennt das sofort. Das ist ein typischer Laborring. Das heißt also, wenn ich im Labor einen großen, runden Glaskolben habe, habe ich Schwierigkeiten, ihn abzustellen auf dem Tisch. Und dafür nutzt man solche Korkringe schon seit bestimmt 100 Jahren. Wenn es dampft und zischt, dann stellt man den Kork rein. Gibt es da nichts Besseres mittlerweile? Also meines Wissens nicht. Ich glaube, dass in 50 oder 100 Jahren immer noch auf solche Korkprodukte gesetzt wird. Warum? Es ist relativ unempfindlich. Es leitet die Wärme nicht so stark ab. Und es ist natürlich ein sehr billiges und ein sehr schönes Naturprodukt. Warum sollte man etwas anderes nehmen? Und das kann man ja auch in der Wohnung zu Hause einsetzen. Wir haben hier zum Beispiel Bodenplatten, die aus recyceltem Kork sind. Da ist hier hinten was drauf? Da ist so eine raue Fläche, so eine raue Seite. Gut, das ist ein sogenanntes Laminat. Das heißt also aus mehreren Schichten aufgebaut. Auf der Unterseite Kork für die Schalldämmung. Auf der anderen Seite auch Kork. Aber hier natürlich als Deko-Element und außerdem auch noch beschichtet, wahrscheinlich gewachst, um es dann auch entsprechend wasserstabil zu machen. Das heißt also, wenn Sie so eine Platte in Ihrem Bad einsetzen oder in Feuchträumen einsetzen, dann muss sie natürlich eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Wasser auch aufweisen. Und das können solche Platten alle machen. Hat Korken nicht von Natur aus so eine wasserabweisende Wirkung? Hat es natürlich, aber hier sind auch Bindemittel drin, Klebstoffe drin natürlich, die das Ganze zusammenhalten. Und eine grundsätzliche Beschichtung brauchen Sie schon. Im Bad wird gewischt beispielsweise. Das kann ein Naturkork so ohne weiteres nicht verkraften. Jetzt ist ja in den letzten Jahren der Trend zu erkennen, dass bei Weinflaschen zum Beispiel immer häufiger so Schraubverschlüsse dran sind oder sogar Plastikkorken. Geht uns irgendwann mal der Recyclingkork dann aus, weil einfach nicht mehr genug Nachschub geliefert wird für solche Produkte? Das glaube ich nicht. Das ist in erster Linie wohl eine Preisfrage. Das heißt also, höherpreisige Weine, wir haben das im Beitrag ja auch gesehen, werden aus ästhetischen Gründen allein sicherlich auch in der nächsten Zeit immer mit Korken ausgeliefert werden. Und bei billigen Produkten setzt man auf recycelte Materialien und neuerdings natürlich auch schon auf Kunststoff. Okay, also der Genießer wird dazu beitragen, dass in Zukunft auch noch solche Korkprodukte auf dem Markt sein werden. Also ich glaube nicht, dass die Korkenzieherindustrie pleite geht in den nächsten Jahren. Okay. Genuss ist auch ein gutes Stichwort, weil die Brigitte hier schon fröhlich in sich reinmampft. Was genau eigentlich? Ja, das ist ein Hanfbrötchen. Du bist gar nicht so berauscht. Ich habe schon ein bisschen probiert. Du bist gar nicht berauscht. Nee, das ist auch im Prinzip die Frage, ja? Also wie berauschend kann denn so ein Hanfbrötchen sein? Also das Hanfbrötchen... Oder mehrere. Das Hanfbrötchen schmeckt berauschend, aber es berauscht nicht, weil der eigentliche Rauschstoff, das ist das Tetrahydrocannabitol. THC, glaube ich, sagt man abgekürzt. THC ist das abgekürzt. Nur in sehr geringen Anteilen im Nutzhanf vorhanden ist. Also da geht es wirklich nur um den Geschmack. Ne? Genau, es geht um den Anteil, heißt aber, es ist da drin. Und wenn ich hier 500 Hanfbrötchen essen würde, dann würde ich vielleicht doch was merken. Wenn Sie die vertragen, vielleicht schon. Ganz anders beim Alkohol. Das ist Hanfbier. Das ist berauschend, aber natürlich nicht wegen des Hanfes, sondern einfach wegen des Alkoholgehalts. Das wollen wir mal kurz probieren. Ja. Wie es schmeckt. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Es schmeckt ganz normal, aber... Das ist dann auch die Frage, warum macht man denn dann überhaupt Hanf rein? Ist das ein Marketing-Gag? Also erstmal ist es ein reines Hanfprodukt und insofern darf es nicht Bier heißen in Deutschland. Die Gesetzgebung ist ja sehr streng, wie heißt was es? Den Namen Bier angeht.
So ein Hanfgetränk. Hanftrunk, Hanfgetränk. Es gibt verschiedene Namen. Ja. Aber es ist quasi ein Bier. Also es wird nach klassischen Methoden gebraut und es schmeckt ja auch wie ein Bier. Aber trotzdem, warum macht man Hanf da rein? Gut, das ist natürlich ein Marketing-Gag. Das heißt also, die Hanfbranche sucht verschiedene Absatzwege. Wir haben ja verschiedene Produkte hier auch stehen, über die wir sicherlich noch sprechen werden. Und Bier ist eins davon. Ganz genau. Zum Beispiel Kleidung. Ne? Die wird ja auch aus Hanf hergestellt. Die Kleidung, die wir hier haben oder die man gemeinhin kennt, hat ja immer so ein bisschen was Alternatives an sich. Gibt es denn auch Designerkleidung aus Hanf mittlerweile? Also ich persönlich bin kein Freund von diesem Öko-Look, von diesem eher schlampigen Öko-Look, ohne das jetzt zu verunglimpfen. Aber mittlerweile gibt es auch eine ganze Reihe von Firmen, die aus Hanf sehr edle Textilien herstellen, also auch Designerkleidung herstellen, wobei die doch recht grobe Hanffaser, das sieht man ja hier, dann meistens veredelt wird als Mischgewebe. Das heißt also, hier werden andere Fasern, Naturfasern meistens auch mit eingewoben. Und da kann man schon sehr edle Effekte mit erzielen. Das ist ja eine ganz traditionelle Verwendung für Hanf auch, dass man Kleider daraus hergestellt hat. Warum hat man das dann irgendwann mal verdrängt? Also Hanf war neben Flachs in Deutschland über Jahrhunderte die wichtigste Faserpflanze und wurde in der Größenordnung von mehreren 100.000 Hektar angebaut. Und für Schiffseile beispielsweise, für alles Mögliche. Und irgendwann kam dann natürlich die Kunstfaser. Anfang des 20. Jahrhunderts, auf dem Markt, die damals sehr viel billiger zu produzieren war und die natürlich auch sehr viel ebenmäßiger herstellbar wurde. Und die hat dann die klassischen Naturfasern für lange Zeit verdrängt. Und erst in den letzten Jahren erleben wir eine gewisse Renaissance. Aus Hanf lässt sich auch Hanföl herstellen und aus Raps, Rapsöl, ja, also das ist Rapssamen, den wir hier haben, das ist Rapsöl, das schüttet man in ein ganz normal, in ein Auto rein, damit es sich fortbewegen kann, ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit der Fortbewegung. Gut, also Rapsöl ist nicht nur als Speiseöl ein ganz exzellentes Produkt, sondern wird zunehmend auch als Biokraftstoff genutzt. Ja. Allerdings nicht in der puren Form, sondern als Biodiesel. Das heißt also, hier wird das Rapsöl noch einmal verändert, chemisch verändert, zum sogenannten Rapsmethylester. Und den tanken Sie, wenn Sie ein Dieselfahrzeug fahren, heute an jeder Tankstelle, der wird mir schon beigemischt. Wie sehr hat sich das denn schon durchgesetzt? Also wie gesagt, Sie merken es heute schon gar nicht mehr. Bis zu 5% wird Biodiesel dem herkömmlichen Diesel an jeder Tankstelle beigemischt. Und insofern hat es eine sehr, sehr breite Marktwirkung mittlerweile. Wenn die Preise weiter steigen, lohnt es sich vielleicht auch bald, so eine Flasche Speiseöl in den Tank zu kippen? Reines Speiseöl kann man nicht ohne weiteres in den Tank kippen, weil die Motoren dafür nicht ausgelegt sind. Das heißt also, das können Sie machen, wenn Sie in Ihren Motor entsprechend umrüsten. Dafür gibt es Umrüstsätze. Aber reines Speiseöl ohne Umrüstung zu fahren, das ist nicht empfehlenswert. Das ist für die Motoren schädlich. Rapsöl als Spritersatz, das ist eine Möglichkeit. Man kann dieses Öl aber auch für ganz andere Zwecke nutzen, zur Herstellung von Kunststoff zum Beispiel. So könnte die Zukunft aussehen. Aus Rapsöl wird Kunststoff. Mit genau den gleichen Eigenschaften wie Kunststoff aus teurem und immer knapper werdendem Erdöl. Im Labor hat die Firma Biocomposites die Rohmasse für das neue Material entwickelt. Ein Gemisch aus Rapsöl und einem Härter, der aus Getreide gewonnen wird. Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Der Kunststoff vom Acker. Am intensivsten haben die Chemiker mit Raps experimentiert, einem der wichtigsten Ölfrüchte auf deutschen Äckern. Die Samenkörner werden kalt gepresst. Bevor das Rapsöl für die Herstellung von Kunststoff verwendet werden kann, muss es erst gereinigt werden. Es ist zu trübe. Durch die Tatsache, dass sie keine hochreinen Stoffe haben, mangeln meistens die mechanischen Eigenschaften oder irgendwelche anderen geforderten Symmetrien darunter, beispielsweise Wasserfestigkeiten. Denken Sie an diese ganzen Zellulose-Werkstoffe, die haben immer das ganz große Problem, dass man den nicht wasserfest bekommt. In zahllosen Versuchen hat der frühere Bauchemiker des Stuttgarter Fraunhofer Instituts das Naturharz so weit entwickelt, dass es den Erdölharzen in nichts nachsteht. Werden sie mit Naturfasern wie Stroh oder Kokos unter hohem Druck und Hitze gepresst, entstehen stabile und zugleich leichte Verbundwerkstoffe. Die können, so der Erfinder, auch in der Industrie eingesetzt werden. So soll der Biokunststoff in Zukunft Aluminium als Leichtbaustoff Nummer 1 ersetzen. Doch noch ist es nicht so weit.
Was aber jetzt schon möglich ist, der Einsatz in der Automobilindustrie. Aus dem Bio-Kunststoff können Armaturen, Bretter und Türverkleidungen hergestellt werden. Derzeit bewirbt sich Uwe Schönfeld um einen Auftrag bei einem großen bayerischen Automobilhersteller. Und er hat noch andere Ideen. Einsatzgebiet Leichtbau mit hohen Eigenschaften. Türinnenverkleidung, Fahrzeuge, denken Sie an Flugzeuge, Eisenbahnen und. Das sind alles Verbundwerkstoffe. Bootsbau, wenn Sie Bootsfahrer sind. Die ganzen Kanuten, die Kanukörper, das sind alles Verbundwerkstoffe. Fahrradbau heute auch. Die Verarbeitung ist genauso einfach wie bei bisher üblichen Kunstharzen aus der Petrochemie. Das Bioharz wird einfach aufgesprüht. Allerdings, und das ist der große Vorteil, bei der Produktion mit Bioharz entfallen die bisher notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Der Rapskunststoff enthält keine Giftstoffe. Sie haben bei all diesen ganzen Harzprodukten immer das Problem, dass sie Tox-Etikettierungen haben, dass sie Gefahrstoffe sind. Das fällt bei unserem System komplett weg. Das ist eine deutliche Vereinfachung, vor allen Dingen auch für kleine und Mittelständler, die im Moment ein ganz großes Problem haben, ihre Emissionen so weit in den Boden zu drücken, dass man eben die vom Gesetzgeber geforderten Grenzwerte einhalten kann. Und das bedeutet für viele eigentlich schon dann beinahe auch das Aus. Naturharz ohne giftige Dämpfe. Und auch die Komponenten sind ungiftig. Der Härter für den Kunststoff wird aus Getreide gewonnen. Im Labor werden die Glukosebestandteile der Körner in Fruchtsäure umgewandelt. Es entstehen Stoffe ähnlich der harmlosen Zitronen- oder Apfelsäure. Rohstoff für den Härter. Einziger Nachteil: Nach Berechnungen von Uwe Schönfeld müssen 2 bis 3 Hektar Ackerland mit Ölsaat bebaut werden, damit 1 Tonne Naturharz hergestellt werden kann. Europaweit werden pro Jahr aber 1 Million Tonnen faserverstärkte Kunststoffe erzeugt. So viel Bioharz können die Äcker wohl kaum liefern. Doch zumindest könnten sie in Zukunft einen Teil beitragen und so helfen, wertvolles Erdöl zu sparen. Ja, welche großen Vorteile haben diese Werkstoffe, die aus der Natur gewonnen werden? Gut, Naturwerkstoffe, wie wir sie jetzt im Beitrag gesehen haben, sind Hightech-Produkte. Das ist also nichts mehr, was als Verpackung genutzt werden kann, sondern das ist etwas, was als Konstruktionsmaterial beispielsweise im Automobilbau zur Anwendung kommt. Vielleicht eine Zahl dazu: Heute werden in jedem in Deutschland hergestellten Automobil etwa 16 Kilo Naturfaser in Naturfaser verbunden eingesetzt. Und das ist schon eine ganze Menge, die zeigt, dass die Nische hier längst verlassen ist. Sondern wir haben mit diesen Naturfaserprodukten oder mit dem Bio verbunden schon etwas erreicht, was noch vor 10 Jahren undenkbar war. Aber es soll ja kein Selbstzweck sein. Man könnte die Sachen genauso gut ja auch aus herkömmlichen Kunststoffen, aus Rohöl herstellen. Was ist der Vorteil dieser Naturprodukte? Na gut, kein Automobilbauer würde heute Naturfaserverbundwerkstoffe einbauen, wenn sie nicht einen Vorteil hätten. Und da guckt man natürlich auch in der ersten Linie nach den Preisen. Aber man guckt auch nach den mechanischen Eigenschaften. Und da gilt es, besonders leichte Produkte einzubauen. Und hier punkten Naturfasern, weil sie im Vergleich zu herkömmlichen Produkten das Gewicht reduzieren. Und damit reduzieren sie letztlich den Spritverbrauch. Und das ist für einen Automobilbauer ganz spannend. Das heißt, es ist also nicht nur billiger, sondern auch leichter. Genau. Sie haben uns ja mal so ein Hightech-Produkt hier mitgebracht. Das hier ist im Prinzip ja so ein Bauarbeiterhelm, würde ich sagen. Das ist ein Bauarbeiterhelm, der mittlerweile auch in Serie produziert wird. Da sieht er natürlich nicht so ökologisch farben aus, sondern da ist er noch gespritzt. Insofern kann man dann nicht mehr erkennen, woraus er ist. Aber dieser Helm ist aus einem Naturfaservlies und aus einer Biomatrix hergestellt. Das heißt also ein klassischer Verbundwerkstoff, rein aus nachwachsenden Rohstoffen. Und das hier sind Schalen, die man essen kann, vermute ich mal. Ne? Gut. Was ist da? Also ich würde lieber schon kaputt. Ich würde lieber Hanfbrötchen essen und diese Schalen eher nicht. Grundsätzlich sind sie aus Maisstärke hergestellt. Sie können sie auch essen, aber dafür sind sie nicht gedacht. Es geht darum, dass gerade für Lebensmittelverpackungen natürlich kompostierbare Materialien erste Wahl sind. Und auch hier punkten Naturprodukte. Sie können also anschließend kompostiert werden oder alternativ auch über die Biogasanlage auch thermisch noch zur Stromgewinnung noch genutzt werden. Also das ist der Vorteil hier, wo ich früher diese kleine Styroporpackung hatte, wo dann zum Beispiel das Brathähnchen oder der Hamburger drin war, kann ich jetzt so eine Schale verwenden, die hält auch genauso dicht, da läuft nicht irgendwie die Soße unten raus? Gut, also für Hähnchen gibt es Produkte mittlerweile, die sind etwas anspruchsvoller als dieses hier, aber die erfüllen natürlich die geforderten Ansprüche, das ist ganz klar.
Ich habe solche Schalen auch schon häufig gesehen in Imbissbuden, ja, dass man da Pommes drin hat zum, genau, Beispiel. Wie verbreitet ist das denn? Also Stärkeschalen finden Sie heute schon fast in jedem Hotel, am Frühstücksbuffet für Marmelade beispielsweise oder, genau, für solche einfachen Anwendungen. Es ist ein angenehmes und natürlich sehr preiswertes Produkt. Aber der große Markt, das sind die Verpackungen für den Lebensmittelhandel. Und da tun sich die Stärkeprodukte heute noch etwas schwer. Warum? Das liegt daran, dass die Gesetzgebung Ihnen mehr oder weniger den Weg versperrt, nämlich diesen einfachen Weg direkt in die Biotonne zu gehen und dann in die Kompostierung zu gelangen. Das ist momentan nicht ohne weiteres machbar. Das darf man noch nicht so. Ist denn irgendwann mal das Problem zum Beispiel, dass man alles aus so nachwachsenden Rohstoffen produzieren möchte und dann aber die nachwachsenden Rohstoffe einem ausgehen können, weil so viele Felder gar nicht da sind, um so viele Pflanzen anzubauen? Also vielleicht zuerst mal die Vergleiche, die im Film gezogen worden sind, dass ich also mehrere Hektar brauche, um eine Tonne Verbundmaterialien herzustellen, die sind, glaube ich, nicht ganz richtig, sondern es sieht so aus, dass Sie von einem Hektar durchaus mehrere Tonnen Material produzieren können. Und wir haben sehr, sehr viel Ackerfläche in Europa zur Verfügung für nachwachsende Rohstoffe, für Bioenergie. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir werden uns in Deutschland niemals autark versorgen. Weder im Sinne der Kraftstoffe, weder im Sinne der Stromerzeugung, noch im Sinne der nachwachsenden Rohstoffe für die Chemie oder andere. Sondern wir werden immer angewiesen sein auf andere, weniger stark bevölkerte Regionen. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine Riesenchance. Eine Riesenchance für osteuropäische Länder beispielsweise. Eine Riesenchance für die Entwicklungsländer in Afrika, in Asien, in Amerika beispielsweise. Und eine Riesenchance auch für uns, wenn es darum geht, dass wir unabhängiger werden von einigen wenigen Rohstoffproduzenten aus dem Nahen Osten beispielsweise, Erdölproduzenten aus dem Nahen Osten, hin zu einer relativ diversifizierten Produktion auch in anderen Ländern. Und damit lässt sich sicherlich der Welthandel eher beleben. Auch Ungeziefer kann man auf natürliche Art und Weise bekämpfen und das mit Hilfe des Neembaumes. Vielen Hobbygärtnern ist er schon ein Begriff. Hier bei uns wächst er nicht, außer in Gewächshäusern. Also wer ihn sehen möchte, der muss hierhin gehen oder stößt bei einem Tropenurlaub auf ihn. Der Neembaum. So vielfältig seine Namen in den verschiedenen Sprachen, so vielfältig scheinen auch seine Wirkungen zu sein, als biologischer Schädlingsbekämpfer und als Heilpflanze. Aus Hinterindien stammend hat der Neembaum von dort die tropische Welt erobert. Während die Inder sich seine Heilkräfte schon seit Jahrhunderten zunutze machen, wurden die hervorragenden Eigenschaften dieses Baumes erst vor etwa 50 Jahren für die westliche Welt von Heinrich Schmutterer entdeckt. Ich bin im Rahmen der Entwicklungshilfe während der 50er Jahre, Ende der 50er Jahre und Anfang der 60er Jahre im Sudan für einige Zeit gewesen und habe dort festgestellt, dass bei Heuschreckenplagen die Vegetation von diesen gefräßigen Tieren weitgehend zerstört worden ist, mit Ausnahme der Neembäume. Man kann sagen, dass der Neembaum ein ganz besonders guter Biochemiker ist. Denn es sind nach englischen Angaben in dieser Pflanze bisher die meisten Inhaltsstoffe einer Pflanze überhaupt gefunden worden. Da haben wir in erster Linie das sogenannte Azadirachtin, das auch wirklich eine einzigartige Substanz ist, denn sie beeinflusst Insekten auf unterschiedlichste Weise. Die wichtigste ist die auf die Metamorphose, die Verwandlung der Insekten vom Ei über die Raupe zur Puppe, zum Schmetterling zum Beispiel, da greift das Azadirachtin ein, sodass es auch zu Sterilisationserscheinungen kommt bei Insekten, die also von Neem-Wirkstoffen beeinflusst sind. Interessanterweise ist die Wirkung auf Schädlinge und Nützlinge unterschiedlich. Während Schädlinge, wie zum Beispiel Heuschrecken, eindeutig geschädigt werden und Neem-behandelte Pflanzen sogar verschmähen, sind Nützlinge kaum betroffen. Vermutlich, weil sie wegen ihrer Lebensweise weniger Wirkstoffe aufnehmen. Für Warmblüter und auch den Menschen ist Neem aber völlig ungefährlich. Der wichtigste Teil des Neembaumes für die praktische Anwendung sind die Samen, die wie kleine Pistazien aussehen. In diesen Samen finden sich natürlich dann vor allem die Wirkstoffe zur Schädlingsbekämpfung. Und auch das Öl, das dann eigene Präparate ergeben kann, wenn es gepresst ist. Wenn die Pressung erfolgt ist, bleibt der Presskuchen übrig, der hier gepresst ist und der aufgelöst werden kann in Wasser und dann dem Boden zugegeben wird, um dadurch auch biologische Schädlingsbekämpfung
zu erreichen oder auch Stickstoffverluste zu vermeiden, was auch sehr, sehr wichtig ist. Dazu kommen noch die Blätter, die auch diese Wirkstoffe enthalten, aber sie werden im Allgemeinen wesentlich weniger verwendet als Samen und irgendwelche Halbfertigprodukte, da der Wirkstoffgehalt wesentlich geringer ist. Die Entwicklung des ersten deutschen Pflanzenschutzmittels auf Neembasis erfolgte in einer kleinen Firma in der Nähe von Gießen. Hier wurden, angeregt durch eine Zusammenarbeit mit Professor Schmutterer und in ständigem Austausch mit indischen Kooperationspartnern, die Neem-Inhaltsstoffe langjährig erforscht und getestet. Heraus kam das bisher einzige von der Biologischen Bundesanstalt zugelassene Pflanzenschutzmittel auf Neem-Basis, das den strengen Kriterien des deutschen Pflanzenschutzgesetzes genügt und nun auch für den Freilandbereich im ökologischen Landbau zugelassen ist. Naturprodukte rund um den Neembaum können im Hobbygartenbereich zur Düngung und Stärkung der Abwehrkräfte von Pflanzen eingesetzt werden. Mit Neem-Presskuchen kann die Pflanzerde beim Umtopfen oder bei der Neubepflanzung angereichert werden. Der Presskuchen besteht aus Kokosfasern und Rückständen aus der Neemölherstellung. So wird die Wasseraufnahmekapazität des Bodens erhöht, der Boden wird aufgelockert und die Stickstoffanreicherung wird verbessert. Gemahlene Neem-Samen können für die Herstellung eines Wasserextraktes verwendet werden. Hierzu werden 50 Gramm gemahlene Samen für 3 Stunden in 1 Liter Wasser aufgeweicht. Und anschließend wird die Brühe abgesiebt. Die Pflanzen werden damit begossen und so ebenfalls eine pflanzenkräftigende und abwehrstärkende Wirkung erzielt. Wer das Glück hat, im Bekanntenkreis einen Neembaumbesitzer zu haben, kann versuchen, einen Steckling zu ziehen. Und dann wächst der kleine Wunderbaum vielleicht zu so einem stattlichen Exemplar heran, wie dieser hier im Botanischen Garten der Universität Gießen. Naturstoffe, heute Thema bei Planet Wissen und wir bleiben noch ein bisschen beim Neembaum. Und wir haben auch einen im Studio, das ist aber noch ein relativ junger, denke ich mir mal, ne? Das ist noch ein relativ lüttes Exemplar. Macht es denn Sinn, sich als normaler Mensch so einen Baum überhaupt zu kaufen? Na gut, wen es aus gärtnerischen Aspekten interessiert, sicherlich schon. Man kann ihn aber nicht draußen halten, ne? Da geht er ja ein. Ich glaube nicht, dass man ihn draußen halten kann. Also wir haben das ja gesehen, dass er in Gießen auch im Botanischen Institut gehalten wird. Das heißt also unter Tropenbedingungen. Ja. Lassen Sie uns kurz einen Blick werfen auf die Samen, die wir hier auf dem Tisch verteilt haben. Das ist der Ursprungssamen, ne? Das wird wohl der Samen. Ja. In seiner Samenkapsel sein und das ist der eigentliche Samen. Ja, so sieht er dann aus, bevor er halt verarbeitet wird zu diesem Öl, ne? Zu diesem Neembaumöl. Genau. Wo kann man das denn kaufen? Also Neembaumöle bzw. Neembaumprodukte werden Sie im einschlägigen Gartenfachhandel bekommen. Das ist wohl ohne weiteres machbar heute. Haben Sie das schon mal selber ausprobiert auch? Also ich bin Hobbygärtner und insofern habe ich bisher Neembaumprodukte noch nicht genutzt. Naja, aber als Hobbygärtner hätte man es ja schon mal ausprobieren können. In einem reduzierten Ansatz. Aber das heißt also, ich habe keine Erfahrung mit Sie haben noch nie sind noch nie der Versuchung erlegen, im Gartenmarkt dazustehen und zu sagen, das probiere ich jetzt mal aus. Gut, wir haben seitens der Fachagentur vor etwa 10 Jahren natürlich auch heimische Pflanzen getestet, auf ihre Wirksamkeit gegenüber Schädlingen, auf ihre Wirksamkeit als Pflanzenschutzmittel. Und auch hier gibt es eine ganze Reihe von positiven Resultaten, die sich aber wirtschaftlich momentan noch nicht umsetzen lassen. Welche Pflanzen wären das zum Beispiel? Also wenn Sie beispielsweise Holzarten wie Robinien nehmen, die sehr, sehr widerstandsfähig ist. Also Robinien ist eine der widerstandsfähigsten hier wachsenden Holzarten. Da ließe sich natürlich einiges denken. Aber die Extraktion beispielsweise des Holzes bzw. die Gewinnung der eigentlichen Wirkstoffe ist sehr aufwendig und wie gesagt wirtschaftlich nur schwierig zu realisieren. Meine Mutter hat immer so Brennnesselsud verwendet. Ja, natürlich. Hilft das auch? Also es gibt eine ganze Reihe von Produkten, die heute genutzt werden für gärtnerische Zwecke. Aber vielleicht ein anderer Aspekt, wo Pflanzen wirklich mit ihren Inhaltsstoffen gefragt sind, das sind natürlich die Phytopharmaka, die Arzneipflanzen. Und die haben in Deutschland eine deutliche Renaissance erlebt in den letzten Jahren. Es dürften wenig Fragen offen geblieben sein bis hierher. Wenn es aber doch so sein sollte, dann haben wir Wissenstipps für Sie, wo Sie das Gehörte nach der Sendung noch mal ein bisschen vertiefen können. Zum Beispiel dieses Buch, Nachwachsende Rohstoffe. Das ist zwar schon 1998 erschienen, das, was drinsteht, ist allerdings immer noch brandaktuell. Und es gibt wirklich einen umfassenden Überblick zu allem, was wir heute in der Sendung hier angesprochen haben.
In einem anderen Buch geht es um einen Stoff im Speziellen und das ist ein ganz spezieller Stoff. Das Buch heißt das Hanfbuch und da drin steht alles, was man aus Hanf machen kann. Papier, Öl, Schokolade, Bier. Und auch wenn das Kapitel über das Verbot des Hanfanbaus ein bisschen nach Verschwörungstheorie klingt, da ist dann von bösen Kunstfaserproduzenten die Rede, die arme kleine Hanfbauern in den Ruin treiben wollen. Auch wenn das so ist, ist es trotzdem ein sehr, sehr spannendes Buch und besonderer Gag. Es ist auf Hanfpapier gedruckt. Vorne steht auch extra der Hinweis drinnen, das Buch ist nicht zum Genuss oder Verzehr geeignet. Also bitte nicht essen oder gar rauchen. Diese Buchtipps wie immer auf der Videotexttafel 396. Und wenn Sie sich für das besonders interessieren, für Förderungsmöglichkeiten von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, von der ja unser Studiogast Thorsten Gabriel kommt, dann haben wir einen Link zu dieser Fachagentur auf unsere Homepage gelegt, planet-wissen.de, die Adresse kennen Sie ja. Und auch dort können Sie gerne mal vorbeischauen, denn da haben die Kollegen aus der Internetredaktion einiges zusammengetragen über nachwachsende Rohstoffe, zum Beispiel über Miscanthus, das China-Schilf, da können Sie den Filmbeitrag aus der Sendung auch nochmal ansehen, oder Sachen nachlesen über den Süßstoff Stevia. Und wenn Sie schon mal da sind, lohnt auch ein Blick in unser virtuelles Planetwissen-Studio. Keine Angst, wenn Sie da Stimmen hören, das ist nur mein Kollege Dennis, der Sie da durchführt, dann haben Sie nicht zu lange am Hanfbuch geknabbert. Und da können Sie noch mal nachschauen, welche Sendungen zum Beispiel liefen oder welche Aktionen wir in der Studioküche hier abgehalten haben. Kochrezepte aus Planetwissen. planet-wissen.de. Lohnt immer einen Besuch. Ja, und dann bin ich Ihnen ja auch noch die Auflösung unserer Wissensfrage schuldig. Wir wollten von Ihnen wissen, wie viel Kilo Zucker entspricht denn diese kleine Menge Stevia, pflanzlicher Süßstoff? Nun, dieser pflanzliche Süßstoff, der ist etwa 300 Mal so süß wie Zucker. Und das heißt, diese 20 Gramm, für die Mathematiker unter Ihnen leicht auszurechnen, entsprechen nicht einem Kilo, nicht zwei Kilo, nicht drei Kilo, nicht 4 Kilo, sondern insgesamt 6 Kilo Zucker. 6 Kilo Zucker können Sie ersetzen durch dieses kleine Schälchen pflanzlichen Süßstoff. Stevia ist wirklich eine zuckersüße Alternative. Süß soll es sein. Und möglichst ohne Kalorien. Aber trotzdem natürlich. Alle diese Anforderungen erfüllt Stevia rebaudiana, ein kleiner Strauch aus Südamerika. Die Blätter dieser Pflanze schmecken süß. Sie werden in Brasilien und Paraguay seit Jahrhunderten zum Süßen genutzt. Verantwortlich für den süßen Geschmack ist vor allem das Glykosid Steviosid. Verwendet werden die getrockneten Blätter. Es gibt sie auch gemahlen als grünliches Pulver im Handel. Sie sind 10 bis 15 Mal süßer als Haushaltszucker. Aus den ganzen Blättern, mit Wasser aufgegossen und abfiltriert, ergibt sich eine Lösung, die zum Süßen genutzt oder weiterverarbeitet wird. Zu finden ist Stevia bei uns in Bioläden. Auch einige Teemischungen enthalten es. Apotheken verkaufen es unter anderem als Nahrungsergänzungsmittel. Über den Versandhandel oder das Internet ist es ebenfalls zu beziehen. Wird der Stevia-Lösung das Wasser entzogen, bleibt ein weißes Pulver übrig. Stevia ist vielfältig zu verwenden. Es eignet sich zum Beispiel für Salatsoßen, Kompott, Quarkspeisen oder Eis. Da es hitzebeständig ist, eignet es sich auch für heiße Speisen und zum Backen. Allerdings sind die geringen Mengen, die benötigt werden, gewöhnungsbedürftig. Für manch einen gilt das auch für den Nebengeschmack, der vor allem in Kaffee oder Kakao bemerkbar ist. In Japan ist Stevia aus Lebensmitteln nicht mehr wegzudenken. Mehr als 700 Tonnen verarbeitet die japanische Industrie jährlich. Fertiggerichte, Gebäck, Limonade, Süßigkeiten oder Joghurt enthalten es. Ein großer Limonadenhersteller setzt es dort in einem Leitfruchtsaft ein. In Deutschland ist Stevia, wie in der gesamten Europäischen Union, selten zu finden. Und das hat vor allem juristisch formale Gründe. Denn Süßstoffe gelten als Zusatzstoffe und die müssen zugelassen sein. Einen entsprechenden Antrag für Stevia lehnte der Lebensmittelausschuss der Europäischen Kommission 1999 ab. Die Begründung, die Studienlage zu Stevia sei nicht ausreichend. Insbesondere darüber, ob es Krebs auslösen könne oder die Fruchtbarkeit beeinträchtige.
Japanische Studien konnten solche Wirkungen nicht belegen. Dennoch gilt, wer hierzulande Stevia als Süßstoff verkauft oder als Zusatzstoff verwendet, verstößt gegen geltendes Recht. Wer es hingegen als Tee anbietet, ist auf der sicheren Seite. Denn Tee gilt als Lebensmittel und diese müssen nicht zugelassen werden. Ja, und auf der sicheren Seite ist auch, wer sich so eine Pflanze hier besorgt, so eine Stevia-Pflanze. Wir können ja mal probieren hier. Ich glaube, die ist so süß, wenn wir ein Blatt durch drei teilen, haben wir für alle genug. Ich gebe das mal weiter. Danke dir. Noch einmal. Na, so ein bisschen runterkauen, wie beim Basilikum. Ja, schmeckt extrem süß, ja. Super süß. Es schmeckt sehr süß, aber es hat einen leicht bitteren Nachgeschmack, finde ich. Mhm. Geht euch das auch so? Mhm. Ja. Was sagen Sie? Mögen Sie das? Könnte ich mir vorstellen. Das ist ein sehr leckerer Geschmack, aber es ist sicherlich für einen Tee geeigneter. Wird in den Tee auch reingerührt, so als ganze Blätter zum Teil? Also ich denke, als getrocknete Blätter oder als frische Blätter, wie auch immer. Kann man so eine Pflanze in einem ganz normalen Blumenladen kaufen? Oder muss man die bei einem Spezialhandel bestellen? Glaube ich nicht, aber ich denke, dass über Internet Spezialpflanzenhandel die Stevia-Pflanze durchaus zu erwerben ist. Nun ist Stevia bei uns ja nicht zugelassen. Das wird zum Beispiel hier als Badezusatz dann verkauft. Man kann es aber trotzdem in den Tee rühren. Ist das vielleicht ein Grundproblem bei so Naturstoffen generell, dass man den Herstellungsprozess ja nicht so genau unter Kontrolle hat wie bei einem künstlichen Produkt und deswegen Behörden, der TÜV zum Beispiel, da immer ein bisschen kritischer draufschauen? Na gut, das Lebensmittelrecht in der Europäischen Union und in Deutschland ist natürlich ein sehr strenges. Das heißt also, dass neue Produkte ein sehr umfängliches Prüfverfahren durchlaufen müssen. Wir haben das im Beitrag ja auch gesehen, dass wir nicht über genügend Wissen verfügen, um halt diese Zulassung zu erteilen in Deutschland bzw. in der Europäischen Union. In Amerika ist das ähnlich. Und bevor diese Studien nicht vorliegen, wird es da sicherlich keinen offiziellen Weg geben. Auf der anderen Seite kann man diese Produkte halt, ich sag mal, in Reformläden beispielsweise oder in Bioläden als Tee, als Badezusatz, was weiß ich auch immer kaufen. Und es wird ja zum Beispiel in Südamerika auch seit Jahrhunderten benutzt und bisher hat man dort ja auch noch keine schlimmen Auswirkungen gesehen, oder? Na gut, wir haben ja gehört, dass in Japan eine Studie gemacht wurde, wo auch das untersucht worden ist, die also offensichtlich negativ war, was die Ergebnisse angeht. Das heißt also, keine nachteiligen Ergebnisse zustande brachte. Insofern kann man wohl davon ausgehen, dass Stevia in naher Zukunft auch bei uns eine Zulassung erfährt. Wenn das dann mal der Fall sein sollte, ist das dann auch ein Produkt, das Ihre Agentur fördern würde? Das glaube ich eher nicht. Stevia ist ein typisches Nahrungsmittelprodukt, auch wenn wir hier Produkte wie im Badezusatz sehen. Aber das ist eigentlich ein Nahrungsmittelzusatz oder Nahrungsmittelergänzungsstoff. Das ist nichts, womit sich die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe beschäftigt. Also nichts, was in die industrielle oder technische Anwendung hineingeht. Geben Sie uns mal eine Zukunftsperspektive. In 10 Jahren, wo werden wir überall nachwachsende Rohstoffe finden, wo wir sie heute nicht haben? Gut, da müssen wir uns angucken, wie sieht es denn heute aus. Und nachwachsende Rohstoffe haben jetzt schon einen Anteil von mehr als 1,4 Millionen Hektar in Deutschland. Das heißt also, rund 12% der gesamten Ackerfläche werden mit nachwachsenden Rohstoffen, mit Bioenergie bebaut. Und wo aber da sie ist sein? Die. Ist das Ende der Fahnenstange ist bei weitem noch nicht erreicht. Also wir gehen schon davon aus, dass rund 4 Millionen Hektar, vielleicht sogar 6 Millionen Hektar, das wäre die Hälfte der gesamten deutschen Ackerfläche, anbaubar wären mit nachwachsenden Rohstoffen, weil anteilig die Nahrungsmittelproduktion natürlich immer weiter zurückgeht. Und auf der anderen Seite der Bedarf an Energiepflanzen, der Bedarf an Industrierohstoffen vom Acker steigt immens. Vielen Dank. Dankeschön fürs Kommen. Danke für Ihr Interesse und bis bald bei Planet Wissen. Tschüss. Tschüss. Thank you.